Heute versuchen wir finally einen Try auf die super, super seltenen, legendären Pegasi, auf die Stufe 6 Pegasi. Ich habe mir mühsam einen Pegasus angespart, also ich bin echt gespannt, ob wir einen bekommen werden. VIP-only Pegasi, wir können also einen von diesen Flying Horses bekommen, also wir haben sozusagen die ganz speziellen einerseits drin. Und wir haben auch super, super seltene Pegasi drin. Wir haben 10% Chance auf einen dieser Pegasi. Oh mein Gott, ich bin halt wirklich mega gespannt. Ansonsten 10% Chance drauf, 30% Chance auf den Aratiri, nee, auf den Aesir. Und auf den Legendary Clydesdale hätten wir eben auch nochmal, also generell, nee, Moment, wir haben auf die Mystical. Oh mein Gott, ich bin super. Das heißt, wir könnten im Best Case, sogar wenn wir failen, einen Aratiri bekommen. Oh Gott, ich bin voll gespannt. Bitte nicht. Bitte, bitte, ich will einen Winged haben. Bitte. Oh mein Gott. Das ist gelb, das ist scheiße, oder? Ja. Ein Leopard Cross Frisian Spot. Wieso haben wir zwei Master? Achso, weil das ein Master, die direkt am Anfang ist. Alter, was ist das denn? Zodiac. Oh. Ein friesisches Sportpferd haben wir bekommen. Müssen wir uns direkt mal anschauen. Machen wir es denn? Ich hätte in die andere Richtung gehen sollen. Da ist es. Ein Leopard Cross Frisian. Ein friesischer Sportpferd. Was ist denn die Mastery bei dem Pferd? Erstmal die Haarfarbe. Und lose death stamina for each piece of 3 star. Achso. Er verbraucht weniger Stamina für jedes Equipment, was er trägt. Er bekommt mehr Bonus-Erfahrungspunkte. Naja, ist auch schwach. Ja, das ist ganz gut. Ja. Es ist okay, das Pferd. Er sieht ganz nice aus von der Optik her. Leider muss ich sagen, ist es halt eben nur ein 5-Star. In Anführungszeichen nur ein 5-Star. Wir haben leider da eben gefailed. Leider haben wir aus dem Winged Stable eben keinen bekommen. Es dauert jetzt wieder ewig, bis ich wahrscheinlich da die Chance wieder habe auf einen. Naja, wenn man bedenkt, wenn ich 100 pro Tag bekomme, wenn wir in einem Monat oder sowas wieder eine Chance haben. Oh mein Gott, ach schade. Ich hätte gerne einen gehabt. Ihr könnt mir ja in die Kommentare auch reinschreiben, ob ihr schon einen Winged, ein Flying Horse habt. Ich finde sie von der Optik her sehr, sehr schön. Was wir aber noch probieren können, ist, wir haben ja noch einmal hier die 9. Nein, möchte ich nicht. Wir möchten das hier machen. So. 9 Keys. Und auch hier haben wir zwar... Alter, was? Wir haben dreimal lila. Was zum Teufel? Wir haben dreimal lila rausbekommen. Leider ansonsten da nicht wirklich was Gutes bekommen. Wir haben bei der Ausrüstung... Hätten wir halt ganz gerne... So, solche Sachen hier, ein bisschen 5-Star-Equipment, weil da habe ich immer noch momentan sehr, sehr schlechte Sachen dabei. Wir können das Ganze uns ja mal anschauen. Genau, da habe ich nämlich hier bei meinem Gear, habe ich Stamina Speed zum Beispiel. Das heißt, da könnte man auch noch gut einen anderen Stat mit draufpacken.
Generell Speed, Stamina ist immer super. Das heißt, wir wollen natürlich was haben, was uns in dem Bereich besser macht. Ja, den hier könnte man schon auch theoretisch hochpowern noch. Da hätten wir noch Acceleration dazu. Bei dem hier haben wir Acceleration, Jump, Speed. Und haben halt kein Stamina drauf. Das ist halt auch nicht so gut, das dadurch. Und hier haben wir Speed und Agility. Also bei den Horseshoes hier. Acceleration, Stamina. Und Speed, Acceleration. Ja, da war halt wirklich leider bei allen ziemlich schlechte Sachen. Da müsste ich mal gucken, ob wir da... wo war jetzt der Katalog? Ich weiß es gar nicht. Ne, bei Market war der drin, genau. Da bräuchten wir gerade mal bei den Horseshoes. Da bräuchten wir eben welche, die Stamina haben. Hier zum Beispiel Speed, Stamina, Acceleration. Die wären halt sehr, sehr strong. Solche in der Art. Also wir bräuchten sozusagen die beiden Stats auf Primary. Oder zumindest sowas hier. Also Speed, Stamina, Acceleration. Sowas zum Beispiel wäre auf jeden Fall gut. Würde uns viel, viel helfen. Deswegen ist da gerade ein Pegasus vorbeigeflogen. Ja, leider keinen bekommen. Aber da hoffe ich auf jeden Fall auch nochmal auf besseres Gear. Wir machen ja definitiv da auch nochmal die Story weiter. Leider ist es jetzt gerade nichts geworden. Ich bin gespannt, aber ich muss dazu sagen, es ist ein wirklich schönes Pferd. Also er gefällt mir sehr, sehr gut von der Optik her. Auch genauso wie unser friesisches Sportpferd. Aber von der Optik her ist das schon sehr, sehr geil. Wir können ja mal drauf reiten. Da seht ihr ihn. Also von der Optik her ist das sehr geil. Er läuft von alleine. Ich kann ihn nicht steuern. Hilfe! Moment, hat er irgendeinen Passiveffekt? Was ist das hier? Ach so. Oh mein Gott, Hilfe. Also er ist energetisch und läuft die ganze Zeit in der Gegend rum. Oh je, Mini. Das ist aber nicht so cool. Also er ist auf jeden Fall... Ich finde ihn lustig von der ganzen Art her. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr unser neues Pferd findet. Aber, genau, unser Drachenmustang hier ist Social. Okay, also er ist also jemand, der gerne Kontakte mit anderen knüpft. Was haben wir denn noch so eigentlich für welche? Okay, also der wird sehr leicht erschrocken. Challenging. Das Bild ist so gut, ey. Oh Mann, also die akzeptieren also ihren Reiter sehr, 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 sehr schwer. Guck mal, das sieht aus wie Spirit, oder? Aber gut, ich sag danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.